Hallihallo, Löschen, ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Burnstar. Und ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt, auf jeden Fall. Und ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession, bloß so mal nebenbei erwähnt. Ich würde sagen, wir zocken einfach mal eine Runde weiter. Klon teleportieren, Hindernisse einfrieren, Schaden. Ich nehme jetzt mal Toxo. Was ist denn eigentlich mit L? Kann ich erstmal. Da geht's. Well. Eine Bombe ist da unten. Okay. Die seltene Star belohnt dich mit Bonussternen, wenn du in seiner Nähe bleiben kannst. Aha. Ich sehe. Was? Der seltene Starbot belohnt dich mit Bonussternen, wenn du in seiner Nähe. Verstehe ich nicht. Jetzt überlegen wir mal, das zündet sich dadurch mit aus. Ich glaube, das können wir hier. Da. Müsste funktionieren eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht super aus. Da hätten wir das. Ich bin ja wieder super schlau. Gib mir das. J. Boah, jetzt hätte es fast geklappt. Blub. Hihi. Der Klon ist mal irgendwie. Bisher noch überflüssig. Da, 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 da. Da, da. Ich muss mich erst an die Kamera gewöhnen, bloß nochmal kurz nebenbei eingeworfen, weil ich hab das erste Mal, dass ich überhaupt eine Webcam habe in meinem ganzen Leben. Ich meine, ihr müsst ja damit leben, ne? So, wie zieht man jetzt hier weiter die Kreise? Wenn wir da anzünden, hier so, dann fliegt das in die Luft, aber das da unten, hier unten, nee. Wenn wir das da anzünden, fliegt das in die Luft, das, aber das da nicht. Wie viele Bomben haben wir noch? 1, 2, 3. Mal gucken, was passiert. Bam! Nicht wie erwartet, leider. Naja, gut. Das gleiche wird hier unten wahrscheinlich auch sein. Problem ist, wenn ich das bloß so anzünde. Das müsste funktionieren eigentlich. Denn dann ist das von dreimal Flammen umgeben. Dann fängt das nämlich auch Feuer. Yay! Das haben wir gut geregelt, okay. Ja. Na, zwei sind übrig geblieben. Alter, willst du mich verarschen? Dann probieren wir das nochmal, würde ich sagen. Diesmal fangen wir anders an, nämlich erstmal mit dem, was wir schon wissen. Nämlich mit diesem hier unten. Mit dem fangen wir mal an. So. Jetzt warten wir mal, bis das alles hier bam und puff und krach, bum, bang gemacht hat. Aber irgendwie muss ich das da hier unten auch ordentlich entzünden lassen, oder nie? Bin ich nur so doof oder tue ich nur so? Wenn ich das da anzünde, wie kriege ich denn das da unten angezündet? Ah, super, warte, ich hab, jetzt wäre ich fast wieder drauf gegangen. Wenn ich jetzt das Ding anzünde, ne? Ich probiere es einfach. Ja, wie schief gehen kann es ja nicht. Brennt das dort nämlich hoch, okay. Jetzt brennt das. Jawohl. Mit der Zeit kriegt man da so ein bisschen. Oh Gottes Willen, jetzt hätte es fast wieder geklappt. Ich bin zu flüchtig. Zu flüchtig. 88. Ich will ja rüber, ist ja blöd. Was macht denn der, verdammt? Well. Was
Achso, und was mache ich? Aha. Aha. Mhm. Okay, gut zu wissen. Weltkarte. Next Level. Wie nehmen wir jetzt? Nehmen wir die. Was? Was läuft denn hier? Och ne, jetzt kommt da dieses blöde. Ich hab noch nicht einmal. Doch, eine Bombe hab ich. Bam! Da komme ich ja gar nicht dort unten lang. Doch, komm ich. Ach, dann ist so ein Mist hier. Leute. Wenn ich jetzt die rote Kiste anzünde, bringt mir das irgendwie einen Scheiß. Was sind das für Gitter? Okay. Das sind einfach nur Gitter. Mhm. Wenn ich jetzt das anzünde. Zwei Bomben habe ich noch. Ich probiere es jetzt mal. Hier. Ich habe Angst. Angst. Es ist irgendwie noch nicht der richtige Weg. Was sind das für Möhren da hinten? Ach nee, das sind Blätter. Eine Bombe hab ich nur. Ich weiß es auch nicht. Problem ist, wir müssen nochmal anfangen. Wie komme ich denn jetzt aber da unten? Ja, warte mal, wir versuchen es mal auf eine andere. Wir sammeln erstmal die zwei Bomben ein. Das klingt erstmal nach einem Plan. Wie komme ich denn jetzt da unten? Nein. Um die Bombe zu holen. Was sind denn das für komische Dinger hier? Ja, da bleibt mir ja bloß irgendwas anzünden. Ist ja blöd. Okay, probieren wir es mal auf die Art und Weise. Sieht doch gut aus. Erstmal. La la la. So, den Rest haben wir ja ganz gut weggekriegt eigentlich. Angst! So, da sind ja nur noch die hier. La la la. Wisst ihr, haben wir jetzt schon den goldenen Stern. Und jetzt sammeln wir dann die restlichen ein und sind trotzdem über 100 Putz. Ich verstehe das manchmal nicht. Hui. Muss ich mich noch ein bisschen reinfitzen hier, glaube ich. So, jetzt muss ich mal ganz schlau gucken. Okay. Eins machen wir noch, würde ich sagen. Einmal rum, weil ich wenigstens gerne mal bei dem Let's Play. Burnstar. Nehmen wir nochmal Burnstar. Was ist denn das da hinten? Alter, das war jetzt gar nicht geplant. Jetzt haben wir 4 Bomben, das ist so schön. Wenn ich jetzt aber das anzünde, dann reicht das doch niemals bis rüber. Also muss ich da dazwischen? Warte.
Nein, dann nicht da drauf, du Idiot! Ich will wenigstens kurz gucken, ob es funktioniert. Jetzt müsste es theoretisch die Rote auch mit ankurbeln, ne? Ja. Okay, ich mache nochmal zurück. Nein! Blub, 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 blub. Schnell weg. Hui, Angst. So. Die Sterne zeigen immer den Explosionsradius an, habe ich so das Gefühl. So, da hätten wir das da unten. Okay. Hui. Was will denn mir aber... Ach so. Kann ich jetzt eigentlich... Toll. Weißt du was? Charakter wechseln. Die kann Schadensschutzschild. Hindernis einfrieren. Nehmen wir den... So, müssen wir leider nochmal machen jetzt, aber ich würde gerne dort hinter und gucken, was das ist. Dann können wir nämlich das Sägeblatt einfrieren. So. Ne? Jetzt warten wir mal, bis die rote Kiste hochgegangen ist, ja? Jawohl. Bäumchen entdeckt. Yay. Was bringt mir das jetzt so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir darüber und können das da drauf. Nein, das da drauf setzen. Wir beobachten das Ganze einmal. Ja, okay, okay. Ja, hier lang, da lang. So. Okay, jetzt guckelt hier hinten alles. Nein, doch nicht der Explosionsradius. Zumindest nicht komplett. So, da sind wir hier vorne fertig. Dann gehen wir mal zum nächsten. Wo komme ich denn jetzt? Boah. Wenn ich das anbrenne, bringt das einen Scheiß. Wenn ich das anbrenne, bringt das einen Scheiß. Wobei, wir haben doch noch zwei Bomben, ne? Mal, wenn ich da eine dazwischen lege, kriegt man das da wahrscheinlich hin. Na, du Idiot! Ach, ist das eine Pfeife, ey, manchmal. Naja, gut. Nur auch egal. So, die ganzen Sterne können wir alle aufsammeln. So. Fertig! 90%. Langsam wird's. Ah, sagt er. Gut, und damit danke ich euch fürs Reinschauen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Das seht ihr dann natürlich nicht morgen. Wahrscheinlich werde ich die sowieso alle 2 Tage raushauen, denke ich mal. Und ja, bis zur nächsten Folge dann. Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!